Hallo alle zusammen. Heute möchte ich euch eine Fundstelle des Ulmenzipfelfalters Satyrium V. album vorstellen. Zwar geht der Ulmenzipfelfalter, wie der Name schon sagt, an Ulme. Und hier im Bild seht ihr auch schon eine Feldulme. Es gibt hier im Gebiet zwei Bäume der Art. Das heißt, die gesamte Population begrenzt sich auf diese zwei Bäume und wir können demnach auch eine relativ hohe Dichte an Eiern hier in diesen Bäumen antreffen. Kurz zum Gebiet. Wir befinden uns hier an einem kleinen Hang. Er ist gegen Süden ausgerichtet, das heißt, die Ulm ist auf der Seite sehr stark sonnenbeschienen, was auch typisch für den Ulmenzipfelfalter ist. Die Art bevorzugt sehr warme Gebiete bzw. warme Standorte, oder Bäume vor allen Dingen, die sonnenexponiert sind, das heißt Äste, die der Sonne entgegengerichtet sind. Das ist typisch für Ulmenzipfelfalter und da soll dort die Suche auch ja, bevorzugt werden an solchen Ästen. Das können auch Ulmenalleen sein beispielsweise, an denen dann die Falter häufiger auftreten und wo die Sonne eine Seite sehr aufwärmt. Genau. Gehen wir näher ran. Wir sehen hier, Ulme ist relativ gut abzusuchen, da die Äste auch teilweise schön tief hängen, nach unten hängen bei dieser Feldulme. Und bei der Suche sollten vor allem ältere Bäume bevorzugt werden, da im Endeffekt von besonderer Bedeutung sind die Blütenknospen. Zwar, wie wir hier erkennen können, wir sehen dickere Knospen und wir sehen dünnere Knospen. Die Endknospe hier ist eine Blattknospe, wohingegen die dickeren Blütenknospen sind. Und bei der Suche sollten vor allem die Blütenknospen bevorzugt werden, da hier meist die Eier zu finden sind. Genau, und je älter der Baum ist, desto mehr Blütenknospen sind auch zu finden und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit im Endeffekt auch ein Ei zu finden. Wie schon gesagt, bei der Suche sollen dann vor allem die Äste bevorzugt werden, die Richtung Süden zeigen, die zur Sonne zeigen und schön erwärmt werden. In dem Fall habe ich hier schon einen Ast markiert, der zwar nicht gegen Süden neigt, allerdings, wie schon gesagt, hier sind nur zwei Bäume im Gebiet, wodurch die Auswahl sehr beschränkt wird und die Tiere nicht so viel Auswahl haben. Genau, schauen wir uns hier an. Hier sehen wir ein Ei vom Ulmenzipfelfalter. In dem Fall an der Blattknospe, was eher untypisch ist. Allerdings die Blütenknospe gleich daneben und es kann davon ausgegangen werden, dass die Raupe sich kurz nach dem Schlupf in die Blütenknospe bohrt. Die Raupen bohren sich dann im Frühjahr in die Knospen hinein und fressen die dann von innen aus. Wie ihr schon sehen könnt, nicht so wie bei anderen Zipfelfalterarten, die beispielsweise am Stamm zu finden sind oder in Astgabeln, wie beispielsweise in der Nierenfleck, können wir hier den Ulmenzipfelfalter an der Knospe wirklich direkt finden. Ähnlich also wie beim Eichenzipfelfalter sehen wir hier jeweils an der Knospe ein Ei. Man braucht sich bei der Suche demnach quasi nur auf die Knospen fokussieren und nur auf die Endknospen eigentlich, also nur den letzten Teil des Astes meistens, da eben hier die Knospen zu finden sind. Der Ast ist vollkommen irrelevant und kann ignoriert werden. Das heißt, wir können hier auch relativ schnell suchen, indem wir einfach immer nur die Knospen uns anschauen und nach diesen kleinen, ja, plättchenartigen Eiern suchen. Die Eier sind auch für Zipfelfalter relativ besonders, da sie flach sind und so rund und auch nicht weiß wie bei den meisten anderen Zipfelfalterarten. Ein weiterer wichtiger Faktor, der zu beachten wäre, ist, dass die Eier immer nur auf der Oberseite zu finden wären. Das heißt, wenn der Ast so hängt, dann findet sich das Ei auf der Oberseite. Wir müssen die Äste also einfach einmal umdrehen. Die Unterseite kann ignoriert werden und auf der Oberseite der Knospen sollte dann dieses Ei zu finden sein. Somit kann die Suche beim Ulmenzipfelfalter eigentlich relativ schnell durchgeführt werden und
Man kann auch recht schnell Eier finden, sofern im Gebiet eine Population anzutreffen ist.